Yoroshiku onegaishimasu und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Shogun 2 Total War, die lange Kampagne mit den Mori. Und wir werden gerade angegriffen in Fukuoka, eine Siedlung der Shoni oder eine Stadt der Shoni, die wir belagert haben. Sie wollen es jetzt nicht mehr länger tolerieren und attackieren uns. Ich denke, dass wir das relativ gut packen sollten. Wir haben Naginata-Kriegermönche seit einiger Zeit dabei. Wir haben Bogensamurai, wir haben Yari-Samurai, wir haben auch eine Einheit Yari-Kavallerie. Wir brauchen vielleicht noch so 2-3 Kavallerieeinheiten in Zukunft, aber da arbeiten wir momentan dran. Hören wir uns erstmal an, was unser General so zu erzählen hat. Zu dieser großen Schlacht, die jetzt aussteht. Okay, das war relativ kurz. Aber in der Kürze liegt ja bekanntlich die Würze. Wird er hier von dieser Bergkette runterkommen? Steht zu vermuten, dass er uns frontal angreifen wird. Insofern werde ich mich jetzt auch gar nicht großartig hier verstecken. Ich werde aber hier diesen kleinen, leicht bewaldeten Hügel beziehen. Denn du musst mir mal hier. Ich stelle mir jetzt mal hier drüben auf. Und die anderen hier. Damit er den nicht einnehmen kann und damit ich so ein bisschen meine Truppen verstecken kann. Jetzt nicht, dass das ein integraler Bestandteil meiner Taktik hier wäre. Aber. Ja, aktiviere mal bitte den Plänkler-Modus. Aber ich möchte an der Stelle schlicht vermeiden, dass ich hier viele Einheiten verliere. Deswegen ist es ganz okay, sich hier in den Wald zu stellen, denke ich. Okay, cool. Sieht gut aus. Schauen wir mal. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Das wird bestimmt dauern, bis der da ist. Wo sind meine Verstärkungen? Ah! Schön. Ja, kommt mal schnell hier hin. Wo kommt er denn her? Ach! Das ist das Samurai-Gefolge, oder was? Momentan. Ja, der muss auch erstmal warten, bis seine Verstärkung auf dem Platz ist. Okay. So lange gebe ich ihm Zeit. Stellt ihr euch mal darüber. Und ihr stellt euch mal hier rüber. Es laggt gerade ein bisschen. Ich mach mal einen ganz kurzen. So, ich bin jetzt mit der Geschwindigkeit ein bisschen runtergegangen. Gucken wir mal gerade. Was haben wir hier? General. Schön. Kommen wir mit der Yari-Kavallerie hier rüber. Ich denke, wir werden versuchen, hier den Samurai mit unserer Yari-Kavallerie abzufangen. Den General, meine ich. Ja, Yari-Band, bitte. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt, mein Lord. Ja, der hat da keine Chance. Truff. Ja, stopp. Bitte kein Autofeuer mehr. Truff. Holt euch den Gen.
Der ist so frech. Den müssen wir jetzt erwischen. Kommt, Kinder. Gut. Sieht gut aus. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt, mein Lord. Ja, ist toll. Ist mir total egal. Lass den mal weg. So, du kannst wieder vorne hin. Du kannst dich wieder gescheit aufstellen. Nein, das ist ja jetzt echt nicht wahr, ne? Jetzt haben die sich alle so doof dahingestellt. Okay, dann macht mal schnell und macht das Autofeuer wieder an. Okay, gut, aber ich glaube, ihren Gen haben wir gut gekriegt. Der hat heute keinen Spaß mehr. Plänklermodus ist überall an, lockere Formation ebenfalls. Macht mal Brandpfeile, eine Tour bitte. Das ist sehr schön. Dann seht ihr auch, wie hier richtig so ein Flammenregen runtergeht. Perfekt. So, jetzt nehmen wir sie in die Zange. Nein, warte. Keine Yari-Wand. Die sind nur in der Yari-Wand, okay. So, Angriff. Oh, was ist denn da los? Wer ist das? Was bist du? Das sind Bogenschützen. Warum rennen die in die Einheiten rein? Greif die mal an. Ja, greif doch mal an. Nee, warte. Hier solltest du angreifen. Hier. Ihr müsst wieder aus dieser komischen Yari-Wand raus. Irgendwie sind sie jetzt doch reingegangen. Keine Ahnung, was da jetzt los war. Ihr macht Fokusfeuer hier hinten auf die. Benutzt du mal den Kriegsschrei. Okay, wir müssen mal schauen. Ihr könnt auch mal einen Kriegsschrei benutzen. Ist auf jeden Fall auch cool. Attacke. Meine Yari-Kavallerie geht hier rüber. Ne, ich habe euch gesagt, ihr sollt hier drauf schießen. Ich glaube, ihr macht das auch. Und ihr verfolgt mal hier. Jetzt können wir auch nur den Daimyo mit dazu nehmen. Ihr hört auf jeden Fall auf zu schießen. Jawohl, fortsetzen. Verfolgt mal die Einheiten so auf einer ganz, ganz breiten Front. Attacke bitte. So, wer verfolgt nicht? Ihr verfolgt nicht. Ihr verfolgt nicht. Ihr verfolgt nicht. Und ansonsten verfolgt ihr auch nicht. So, Vollgas bitte. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch einiges erwischen. Wäre natürlich jetzt recht schön, wenn wir hier die Armee komplett aufreiben könnten. Bitte auch Vollgas geben. Beim Verfolgen ist es so, da rennen die Einheiten dann plötzlich nicht mehr. Das ist ganz oft, das ist mir schon ganz oft passiert. Gerade dann auf dreifache Geschwindigkeit sehr ärgerlich, gerade wenn die anderen Einheiten so schnell flüchten. Der ist weg, den kriegen wir nicht mehr. Insgesamt eine gut verlaufene Schlacht. Okay, machen wir Schluss an der Stelle. Ich mache einen kurzen Cut, wir sind gleich wieder da. Und so schaut's dann vollständig aus. Wir haben hier ziemlich viele von den Naginata Kriegermännchen verloren. Ich weiß gar nicht warum, also vermutlich durch Pfeilbeschuss, würde ich sagen. Wir haben ja auch wieder überwiegend nur, die haben frontal gekämpft allerdings, muss man jetzt auch sagen, gegen die Ashigaru, meine ich. Und hier haben wir auch relativ viele verloren. Also, aber insgesamt von der Quote her natürlich super, ne? 1721 zu 320 ist eine gute Quote. Verbleibend getötet. Ja, also wir haben zwei Einheiten durch Kollateralschaden gehabt. So viel war es dann gar nicht.
verloren. Yari Samurai, Yari Samurai 20, Yari Ashigaru 40, Bogen Ashigaru 48. Das waren die, die mit dem Plänkler-Modus in die gegnerischen Einheiten reingelaufen sind. Das ist halt immer doof. Da kann man aber auch nicht viel gegen machen. 50 bei den Naginata Krieger München. 24, 18, 41 bei den Naginata Krieger München. Insgesamt aber eine sehr cool verlaufende Schlacht. Und wir werden die Siedlung einfach nur besetzen. Wir haben da kein Interesse, irgendwie jetzt groß den Otto loszumachen. Ich denke, wir werden vielleicht mal versuchen, noch die andere Armee zu bestechen. Solche Armeen sind relativ günstig, wenn man sie kauft, wenn man vorher eine Einheit fast aufgerieben hat. Das ist auch nur noch eine Einheit Bogen, Ashigaru, ne? Was bist denn du? Du bist ein Magistrat und du bist der Bestechungsmagistrat. Dann gehst du hier hin und wirst diese Armee jetzt bestechen für 455 Koku. Na also, schön, wunderbar. Nächste Runde bist du wieder am Start und dann kannst du hier rübergehen. Und der Metzger dann übrigens auch. Das ist jetzt übrigens eher auch, dieser Kauf war vor allen Dingen, um hier nochmal Erfahrungen zu kriegen. Das ist natürlich, mit 455 ist diese Einheit wesentlich teurer, als es mich jetzt kosten würde, die auszubilden. Ohne Erfahrung natürlich, klar. Es ist aber insofern wichtig, dass ich hier noch Erfahrung kriege. Das ist das, worauf es mir hier ankommt. Du gehst hier hin und wirst diese Siedlung konvertieren. Du gehst auch mal rein. So, dann haben wir doch jetzt eine schöne Armee drin. Eine Schule. Plus 1 Rangerhöhung. Provinz rekrutieren. Metzger. Das ist 2-Rang-Erhöhung. Ah, beschleunigt die Beherrschung aller Künste um 20%. Das da ist besser. Ich will eine Bibliothek haben, ja. Wo ist mein Geld hin? Ich baue zu viel. Lass die Straße mal noch... Oder nee, lass die... das lohnt sich. Aber dann pass auf, mach die Straße. Mach hier einen Tempel. Wir werden das Ding eh nochmal eine Stufe ausbauen und dann bauen wir auch noch einen Markt und dann können wir hier noch ein paar coole Metzger rekrutieren. So, wir haben viele Truppen von ihm aufgerieben. Mach mal Armee sabotieren. Ich brauche noch ein bisschen Skillpunkte hier unten. Und da sind die Rebellen gut geeignet für. Was haben wir denn hier? Einen Metzger. Attentat ausführen. 80% und gemeuchelt. Super. Schön. Dann gucken wir, dass wir die jetzt aufhalten. Das könnte dann erklären, wenn er die Metzger hier rekrutiert hat und hier diesen Bonus gekriegt hat für die Einheiten, warum die hier etwas besser waren. Das kann gut sein. Hier 41% ist das Christentum langsam auf dem Vormarsch. Schon mal ganz kurz in die Besteuerungsübersicht. Das ist aber alles in Ordnung. Ja, wir haben wieder viel Geld ausgegeben. Aber wir bauen auch sehr, sehr viel momentan. Ich finde das sehr wichtig, dass wir viel bauen. Also wenn, dann hole ich mir noch einen Metzger hier drüben. Dann dort, wo er dann auch einen Bonus bekommt. Da kannst du hier rüber gehen. Der braucht 2 Runden. Eigentlich egal. Geh mal hier hin. Ich glaube, hier ist die Auffrischungsrate besser. Wir können jetzt direkt nach Hizen durchmarschieren, ne? Da könnten wir jetzt einfach durchrauschen. Durchrauschen. Ja, natürlich. Aber so will ich ja heute nicht spielen. Ich will es ja slow machen. Neun Provinzen haben wir so viel wie die Takeda, würde ich vorschlagen, oder? 11 haben die schon, meine Fresse, ey. Das sind die Feinde der Oda. Die Takeda werden die neuen Shogune. Ziemlich sicher. Plus 7. Gut. Oda Kami. Nur noch plus 19? Können wir da irgendwas arrangieren? Ich werde aufmerksam zuhören und euch eine faire Antwort geben. Und nun sprecht.
Ist alles Quatsch. Vielleicht rekrutieren wir noch eine Einheit. Eine Kavallerieeinheit wäre gut. Lass mich mal kurz hier gucken. Yari-Kavallerie geht hier nicht, ne? Ah, schau mal an. Da gibt es dann noch ein Upgrade. Schau mal einer an. Ein Yari-Drillplatz. Ich mache nur eine Einheit Yari-Kavallerie hier. Die haben dann zwar kein Waffen-Upgrade, aber sind ganz passabel. Okay. Bei den Date steht doch schon mein Schiff irgendwo, oder? Genau. Bleibst nur da oben beim Hafen. Schön. Nächste Runde. Und ein Schluck Siegeskaffee. Hm. Okay. Was die Date machen, ist für mich eigentlich momentan noch uninteressant. Die sind noch weit weg. Oh, die sollen sich mal schön mit den Takeda anlegen. Militärisches Bündnis. Handelsabkommen mit den Honma brechen. Warum will der das? Aber ich sag mal okay. Das ist nicht ganz so wichtig. Das ist nicht... Okay, ich hatte auch mal... Ne, mit den Shimazu hatte ich Probleme mit den Honma. Mit den Shusokabe eigentlich nicht. Aber gut, die Shusokabe können die irgendwie nicht leiden. Von mir aus, ist in Ordnung. Da kann ich mich drauf einlassen. Unser Ninja wurde entdeckt. Wie viel Erfahrung hast du? Sag mal, kriegst du noch irgendwelche Erfahrungen oder ist das alles nur für... teuer für kaputt? Attentat fehlgeschlagen, schade. So, Nummer 1. Geh hier rüber. Ja, mal die Siedlung überwachen. So, hier bietet sich an, eine Katana-Kavallerie wäre halt cool. Die hat halt dann noch ein Waffen-Upgrade, ist dann richtig gut. Schwertschule. Wir machen mal die Schwertschule. So, hier einmal die Festung ausbauen, damit wir dann nächste Runde mit dem, also wenn das dann fertig ist, mit dem Markt weitermachen können. Okay, das Ding können wir definitiv nicht mehr ausbauen. Plus 5 auf die Erfahrung von allen Marineeinheiten. Dann wäre es jetzt mal an der Zeit, 2 schwere Buhnen zu bauen. Ja, 2 Stück ist super. Dann sollten wir... Brauchen wir noch einen Mönch? Es schadet bestimmt nicht. Wir haben hier momentan das beste Kloster, meine ich. Also holen wir noch einen Mönch. Kriegt doch direkt ein Level. Miko plus Enzingabe konvertieren von Charakteren. Plus Enzingabe beim Auslösen von Unruhen. Ein Affe plus eins auf die Zufriedenheit in der Provinz, in der sich der Mann befindet. Ich habe momentan eigentlich nur einen, um andere Provinzen aufzuwiegeln. Mal das mal so. Lauf mal hier rüber auf das Schiff. Und sollen wir hier was rekrutieren? Brauchen wir eigentlich nicht. Seit wann hat denn der Ninja einen Rang gekriegt? Mach mal dieses hier. Und dann nimmst du mir noch den Punkt. Schick mir den Ninja mal kurz hier rüber. Okay, da ist nicht viel drin.
Da ist auch nicht viel drin. Gut, gut. Da wollten wir nun mal auf Nummer sicher gehen. Bogen Ashigaru ist hier, glaube ich, ganz cool. Ja, du bleibst auf jeden Fall noch hier. Mit wem bahnt sich denn hier ein Krieg an momentan bei uns? Mit den Yamana. Aber ja, wir haben ein Handelsabkommen mit denen. Ne, können Handel betreiben oder wie oder was? Hä? Feinde. Das sind aber nicht die Yamana, oder? Doch. Honma sind die Feinde der Datte. Und die Datte... Sprecht deutlich. Mit Ehrlichkeit und Klarheit werden Verhandlungen vorangetrieben. Inakzeptabel. Ja, warte, nee, dann. Zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht. Ich will noch gerne ein Bündnis mit denen. Dann ist es natürlich blöd, wenn die mich jetzt hier so als Kriegstreiber sehen, der ja permanent irgendwelche Provinzen wegplättet. Und ich wollte mich doch eigentlich hier unten um Bungo kümmern. Ich schicke mal nächste Runde meinen Ninja hier rüber nach Yigor. Der soll mal gucken, ob das nicht auch ausreicht, wenn ich mit einer etwas kleineren Armee dann hier rumrenne. Vielleicht muss ich die ja gar nicht angreifen da drüben. Im Winter jedenfalls ist die Zeit für einen Feldzug im feindlichen Territorium schlecht. Das sollten wir natürlich im Frühjahr oder im Sommer machen und im Herbst schon wieder auf dem Heimweg sein. So stelle ich mir das zumindest vor. Aha, das ist eine Flotte der Shoni. Da sollten wir uns natürlich auch drum kümmern. Und die direkt vertreiben, bevor die da irgendwie sich bei uns auf eine Handelsroute draufsetzt. Das finde ich so cool. Sind die Ito eigentlich schon vernichtet? Das ist ein Schiff, ne? Eine kleine Kobaya. Ja, greif mal an. Gut. Fahr mal hier rüber. Tatsache, die Ito sind vernichtet. Dann hock du dich mal da drauf. Du belagest mir hier wieder den Hafen. Jetzt brauchen wir Handelsschiffe. Und zwar einige. Und zwar möglichst schnell Rekrutierung. Wie viel kriege ich hier? Eins, zwei. Ne, eins kriege ich pro Runde. Okay, wie viel kriege ich hier? Ah, ich brauche nur hier die schweren Buhnen. Ekelhaft, ne? Aber es sind gute Einheiten. Ich brauche sie. Ja, da geht auch nur ein Handelsschiff. Na, da gehen etwas mehr. Gut, okay. Wir haben ganz, ganz viele Handelsschiffe gebaut. Ich mache mal einen Quicksave und schau mal, ob ich bei den Datte mit einem Bündnis landen kann. Manchmal begegnen sich Reisende und profitieren davon. Sagen wir mal 3000 einmalig. Unserer Begegnung ergibt. Angebot ist interessant, aber er kann es nicht annehmen. Okay, schade. Vielleicht irgendwann nochmal, wenn man eine Hochzeit arrangieren kann. Ach, da müsste jetzt eine Einheit rausgehen. Dann war es halt so rum. Du stehst echt in der Stadt drin und bist noch nicht drin. Das ist unglaublich. nee, keine Reisbörse. Aber ein Handelshafen auf jeden Fall noch. Natürlich bauen wir hier den Tempel aus. Sollen wir die Armee sabotieren? Ich will halt ganz gerne ein bisschen Erfahrung sammeln.
Das Problem ist, hier ist die Auffrischungsrate in der Provinz nicht so gut. Mach mal ein Quick Save. Ich habe eine Idee. Geh mal hier hin. Sabotage. Nee, das meinte ich eigentlich nicht. Aber du kannst mal die Mission sabotieren. Erfolgreich. Steigt einen Rang auf. Perfekt. Das ist ja mein Mega-Attentäter, ne? Optimal. Haben wir das jetzt auch noch gelernt? Ja. Wir haben noch einen Skillpunkt, den wir dann verteilen können. Schutz bei einem Fehlanschlag unentdeckt zu bleiben. Machen wir es so. Gut. Nächste Runde kannst du dann nochmal seinen Daimyo angreifen oder irgendwie sowas. Ich will hier nur diese Armee etwas dezimieren oder vernichten. denn ich habe auch noch einige Einheiten, die Erfahrung brauchen. Und wenn ich jetzt hier hingehen will, dann muss ich sowieso hier hin. So, welcher war mein Armee-Fritze? Das ist der. Armee motivieren, exakt. Oder das war er doch. Konvertieren von Provinzen, genau. Greif mal an. Und mach das automatisch. Wer ist denn da drin? Daimyo und Erbe. Boah, geil. Quick Save. Schaffe ich die beide? Verloren 14, verloren 210. Komplette Armee vernichtet. Geil. Und unser General steigt einen Rang auf. Sehr gut. Nee, das da ist es nicht, was ich brauche. Bushido-Künste beschleunigen ist gut. Infanterieanführer ist auch gut und wir brauchen mehr Bewegungsreichweite. Perfekt. Und du ziehst dich direkt wieder in die Stadt zurück, denn das genügt mir eigentlich. Ich will die Provinz gar nicht direkt einnehmen. Mir genügt das nur hier erstmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Du gehst jetzt nach Higo und guckst mal hier unten nach, was da so gebacken ist. Sabotier mal hier was. Erfolgreich. Schön. Aber es ist noch strategisch nicht ganz so günstig für mich, nach Bungo zu gehen. Da muss ich meine Armee nämlich aufteilen. Das würde mir nicht so gut gefallen. Ich könnte den Shoni auch einen Frieden anbieten. Was aber nicht so ganz mein Fall wäre. Ja, du solltest hier auf das Schiff. Genau. Und dann lässt du mir den hier wieder raus. Kannst du mal irgendwie hier rüber gehen? Vielleicht können wir da noch die Provinz ein bisschen aufwiegeln oder sowas. Oder zumindest ein bisschen konvertieren. Das würde ja schon mal langen. Ich mache nochmal einen Quicksave. Ich hoffe, ich habe hier jetzt nichts ultra Wichtiges vergessen. Zeig mir doch nochmal den Rundenbericht. Ne? Da hatten wir alles. Quartiermeisterbericht und Baubericht. Spielsaal in Iwami. Cool. Kishu Ninja. Schön. Da haben wir ja auch direkt nochmal was wir ausbauen können. Und hier machen wir noch die zwei schweren Buhnen. Ne? Die brauchen noch zwei Runden. Okay. Also Überlegenheit auf mehr haben wir, aber wir haben hier auch echt keine Konkurrenz momentan. Vielleicht die Take da später noch. Jetzt wollen wir erstmal gucken. Das ist eigentlich schon ein bisschen frech, wenn wir da nur so Rotzschiffe draufstehen haben. Komm, stellen wir noch zwei Gescheite dazu. Das gefällt mir gut. Macht Spaß mit den Modi zu spielen, aber es ist schon
Ich hätte gerne so ein bisschen mehr Battles auf See. Das ist ein bisschen wenig. Irgendwie legt sich da keiner mit uns an. Ich verstehe es ja auch. Ich meine, das ist halt unsere Spezialität. Da ist noch mal ein kleiner Schoni, eine kleine Schoni-Flotte unterwegs. Die sollten wir uns auch noch gleich krallen. Und dann mache ich auch gleich Schluss. Aber es gefällt mir, mit den Schoni zu spielen. Wir haben hier echt ein paar super knappe Siege gehabt. Also so wirklich einfach war es jetzt auch nicht immer. Sie Handelsroute überfallen. Kalligraphie. Das war meine Stoppuhr. Und wie ihr daran gehört habt, ist ein ausländisches Handelsnetzwerk. 25% Güter im Handelsposten, 50% Städtewohlstand. Wow. Mit der Herrschaft über Handelsverbindungen mit einer Vielzahl ausländischer Mächte können wir von einer erhöhten Anzahl ausländischer Waren profitieren, die unserem Clan geliefert werden. Das ist super. Ja. Das ist nur ein Schiffchen. Aber der wird keinen Spaß daran haben. Ja. Und die angeschlagenen Schiffchen, die gehen mal hier hin zum Hafen. Und der Rest, der blockiert hier wieder fleißig weiter. Oh, warte mal. Oh, shit. Naja, aber wir haben die Chosokabe. Das sind ja mittlerweile unsere Verbündeten, ne? Oder? Ja. So. Puh, ja, das hätte knapp werden können, ne? So, jetzt geht's mal auf mit den Handelsschiffen da runter. Ja, die Bogenkorbei, die bleibt da stehen, ne? Da habe ich noch gerade gesagt, ich wünsche mir ein paar mehr Seeschlachten. Schon kommen sie. Cool. So, Rekrutierung. Schiff, Schiff, Schiff. Warte mal. Nee, ne, da gehen nur zwei. Da gehen aber, eins, da gehen zwei. Und dann haben wir, glaube ich, unsere 10 jetzt voll, wenn ich richtig gezählt habe. Nee, wir haben sogar mehr. Aber es ist nicht schlimm. Dann haben wir noch ein Handelsschiff mehr. Können wir mit einem Handelsschiff ein bisschen erkunden gehen? Der Weg ist versperrt. Achso, meine Verbündeten. Du musst hier runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nochmal nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir rekrutieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins zu viel. Gut, vielleicht habe ich auch eins übersehen. Obwohl, nee, ich glaube nicht, ne? So, hier sind dann bald die schweren Buden fertig. Warum ist unser Einkommen momentan so niedrig? Habe ich so viele Sachen gebaut? Nur die Handelsschiffe eigentlich, ne? Unser Ninja wurde entdeckt. Zielperson gemeuchelt. Perfekt, ja. Du kannst ihn weiter. Ah, nein, ich hätte den Metzger attentäten sollen. Nee, fuck. Wo ist mein anderer? Da ist er. Komme ich dran? Komm, 67%. Oh, fuck. Nein! Mann, ich war so geil auf den Gen und hab's total verrafft. Wo ist denn mein... Ich hab doch noch hier einen Aufwiegler, oder? Konvertieren von Provinzen. Armeen motivieren. Nein, du warst es nicht. Schlossstädte motivieren. Nee, das war auch nicht. Okay, machst mir noch einen zweiten. Da rein. So, mit dir auch da rein. Was haben wir hier? Nee, das will ich nicht ausbauen. Noch nicht. Wenn schon, dann eher hier. Hier baust du die Straße. Da geht viel Kohle rein. Haben wir irgendwelche Handelsbeziehungen verloren? Takeda Hatakeyama. Es fehlt irgendein Clan. Irgendein Clan ist vernichtet worden, oder was?
Baubericht, okay. Krieg geklärt. Takeda und Date. Hab ich's mir doch fast gedacht. Aber wir haben beide noch drin als Handelspartner. Okay. Ah, ich will noch schnell wissen, wie es weitergeht in der nächsten Runde. das ist echt ätzend. Behalte ich meinen Ninja? Ich glaube, ich werde ihn verlieren. Schon wieder. Wie ist denn das hier mit der Armee? Die erholt sich noch. So, und jetzt die Runde gucke ich mir noch an und dann mache ich wirklich Schluss. Bin schon wieder 6 Minuten drüber. Halbe Stunde wollte ich maximal aufnehmen. Er hat den Spionage-Ninja gekillt. Shit. Jetzt muss ich seinen Metzger killen. Da hat er da auch ganz frech gehockt und ich habe ihn nicht gesehen. Fürchterlich. Das würde echt wehtun, wenn wir den Ninja verlieren, weil der war wirklich sehr gut. Dieses Schiff trägt eine riesige Besatzung für Enterangriffe. Allerdings ist es schwer manövrierbar und anfällig für feindliches Feuer. Gut. Aber das Gute ist, weil unsere Jungs weit oben stehen, verurteilt und hingerichtet. Diesmal wurde er komplett hingerichtet. Shit. Okay, das müssen wir gleich mal gucken, ob man das so machen. Shit, shit, shit. Wo habe ich die beste Sackgeschenke? Das nimmt sich nur nichts, ne? Die sind relativ identisch, 5 Runden. Ich guck mal, ob ich da dann noch was brauche. Okay, der wurde entdeckt. Der wurde entdeckt. Nachdem er mit Verbrechen gegen das Volk in Verbindung gebracht wurde, wurde er hingerichtet. Kacke, kacke, kacke. Und hier sind ganz, ganz viele Schiffe fertig geworden. Oh, schwere Buhnen. 5 Erfahrungen. Saugeil. Fettes Teil. Bevor ich jetzt aber hier irgendwas bewege, Leute, werde ich den Part jetzt beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde jetzt gerne nochmal wissen, wo mein ganzes Geld momentan hingeht. Ist mir gerade so ein bisschen rätselhaft. Marineunterhalt vermutlich und Armeeunterhalt, ne? Wir können die Steuern mal hochsetzen. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Wir können eigentlich dabei bleiben. Unsere Städte wachsen ja sehr gut und wir sind hier sehr solide unterwegs. Hier, da, Takeda. Seeroute blockiert. Das ist es. Deswegen machen wir momentan so wenig Geld. Shit. Da fehlen uns ganz wichtige Ressourcen. Wer ist das, der die blockiert? Ist das die Takaoka? Ich würde eher auf die Date tippen. Da, hier. Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. Hier, doch, da sind sie, ja. Die Date haben den Hafen blockiert und sabotiert. Und deswegen kann ich momentan mit denen nicht handeln. Das ist natürlich nicht gut. Shit, shit, shit. Da gehen wir fast 2000 Kröten flöten. Obwohl sich das gereimt hat, war es nicht so gemeint. Naja, okay. Dafür haben wir bald hier eine neue Handelsroute für uns erschlossen. Wir sind auf dem Vormarsch auf Kyushu, lassen uns da aber Zeit. Ich will es hier nicht zu sehr überstürzen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis dahin. Matane.